Hier ist der Nootopia oder auch Fake-Topia Podcast Nummer 52 vom Tag 61. Das ist der 18. April 2015 bei 7 Grad. Bin ich der Nick the Green und zugeschaltet über Skype ist der Leonardo. Guten Abend, Leonardo. Guten Abend, Nick. Und die Sushi kann heute nicht mitmachen. Wird aber morgen wieder mit dabei sein. Grüße. Grüße. So, gestern die Sendung hat euch ja scheinbar überhaupt gar nicht gefallen. Da bin ich jetzt auch ein bisschen sprachlos, aber gut. Wenigstens kriegen wir die Kritik und wenigstens wissen wir es jetzt. Der Schuss ging nach hinten, aber dann muss man es so nehmen, wie es ist. Ging richtig nach hinten. Und schlechtester Podcast aller Zeiten. Wir haben es wahrscheinlich für die goldene Himbeere beworben. Naja, mein Gott, so sollte man es jetzt so auch so sehen. Also wir versuchen vieles und wir wollen auch gut. Und ich muss mich auch noch entschuldigen für einen Spruch oder für einen Satz. Jeder sieht das anders oder jeder hat das von einem anderen Blickwinkel oder jeder hat seine Meinung. Ich will keine Meinung oder untergraben oder irgendetwas, wie soll ich das jetzt sagen oder formulieren? Das ist auch mal lustig gesagt. Ich würde sagen, Schwamm drüber, oder? Ja, Schwamm drüber, aber der oder diejenige, der Zuhörer oder Zuhörerin, also es waren Zuhörer, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, ja. Man kann es nicht mit deiner Zwiebel und deiner Zitrone, da hat er vollkommen recht, da müssen wir nicht diskutieren. Jetzt will ich ihn auch schon duzen, Gott im Himmel, Vergebung, Verzeihung. Ich mache Schmerz und kurzlos. Ich entschuldige mich aufrichtig, ganz ehrlich. Aber das ist manchmal so, im Eifer des Gefechts, ich sage manchmal vielleicht zu viel, der Tag ist lang. Ich versuche immer das zu sagen, ich nehme kein Blatt vom Mund, aber für mich war es in dieser Hinsicht, gut, man kann es nicht jetzt mit irgendwelchen, ich will es auch nicht ins Detail jetzt nochmal gehen, aber ich hoffe, du nimmst die Entschuldigung an und schwamm drüber. Okay. Ja, die Idee gestern dahinter war eigentlich, dass wir drei zusammen nochmal die allererste Nootopia-Folge sehen wollten, in der Hoffnung, dass ihr sie auch euch zeitgleich dazu aufmacht und dass wir dann alle zusammen gucken und darüber miterzählen, und zwar aus der Sichtweise von heute, da wir ja heute schon viel mehr wissen über die Kandidaten. Richtig, das war die Idee von uns. Genau, das und wurde auch nicht richtig erklärt, tut mir leid, muss ich mir den Schuh auch anziehen. Den Schuh müssen wir uns alle anziehen. Ja, und Tonprobleme gab es dann auch. Die anderen beiden Kollegen trennen ja die Aufnahme, nehmen ja übers Handy auf und ich nehme es halt, habe halt beides, sowohl Skype als auch die Folge auf dem Computer gehabt. Und um da irgendwas zu verstehen, war leider dann der Ton bei euch auch zu hören. Und das war alles nicht so toll. Habt ihr schon recht. Wir geben uns Mühe, liebe Leute. Ja, wir sind gut motiviert und hoffen, dass euch dafür unsere heutige Sendung entschädigt und natürlich auch die nächsten folgenden. Und ja, dafür legen wir uns heute richtig ins Zeug und ich wollte schon sagen. Wir legen uns ins Zeug, Nick. Okay. Ich dachte, wir legen uns immer ins Zeug. Natürlich. Was soll das denn jetzt? Immer, was soll das denn jetzt wieder? Willst du jetzt hier Honig im Mund oder was? So? Ja, oh, nee. Aber ich glaube, die haben uns mitbekommen, dass die letzten Tage seit dem Skandal, ich meine, zwei Tage Fake-Topia-Podcast hieß es da ja erstmal nur, da war und, ich natürlich richtig sauer. Und okay, wir machen es mal ganz, ganz, ganz schmerzlos. Die Abonnenten oder viele Zuhörer oder die uns treu geblieben sind oder wissen uns immer wieder, die wissen ganz genau, wie wir von Anfang an waren und sind und immer noch sind. Wir waren sehr enttäuscht. Also ich spreche jetzt nur für mich. Ich war sehr enttäuscht. Und dann hat man irgendwie keine Lust mehr, weil die Luft war raus, auch wie bei den Pionieren einigen, da war auch die Luft raus. Und man hat man jetzt so gewisse Tage, aber das ist menschlich, das gehört dazu, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich hoffe, ihr versteht das und wir haben das jetzt so hingenommen, wir haben auch tagelang darüber diskutiert und wir machen jetzt weiter. Und wir müssen es halt so weitermachen oder so es aufnehmen oder so es hinnehmen, wie die es von denen bekommen haben. Und natürlich fragt man sich jetzt auch, natürlich
was ist geschauspielert, was ist nicht oder was ist das oder wie auch immer. Und ich will jetzt nicht nochmal, wirklich mich nicht nochmal wiederholen wie ein Geigenkasten, Plattenspieler oder eine kaputte Platte oder ein CD-Sprung oder wie auch immer. Wir machen das Beste. Oder besser gesagt, versuche das Beste draus zu machen. Ja, ich denke, wir versuchen alle das Beste draus zu machen. Gut, so viel dazu. Hast du es gehört? Sat.1 plant schon wieder eine neue Show, Nutopia auf einer einsamen Insel. Jeder nimmt sich seine 7 Sachen, aber das wird aber nicht ein Jahr dauern, sondern das soll ein bisschen kürzer. Ein Monat, glaube ich, war das. Ja. Was sagst du dazu? Ja, man muss ein neues Format finden, ein neues Konzept nochmal und wahrscheinlich werden dann auch wieder welche, ich wollte schon sagen, Ghost Rider, die dann das, aber das gehört jetzt hier nicht hin. Wahrscheinlich müssen sie nicht mal keine 50.000 Liter rum, sondern vielleicht nur bei einem einsamen Strand. Ich denke, da reicht ein bisschen Marihuana und vielleicht 20 Kasten Bier und eine Kiste Pulle Schnaps, eine Kiste Champagner und vielleicht noch 3 Kisten Wein. Und ich denke, dann lässt man das so im freien Lauf und dann nur, ihr habt ihr, macht mal und dann ist gut. Und die sollen sich aber selber filmen, habe ich gelesen. Was ist denn das für ein Quatsch? Selber filmen. Okay. Film bei was? Beim Onanieren oder Film beim Dann die ganze Zeit über. Nehmen sie ihnen wahrscheinlich eine GoPro-Kamera und sagen so, mach mal was draus. Ja, wieso denn nicht? Also ich Ich muss sagen, sag wenn. mal, deine Bekannte, hat sie noch mal was von der Castingagentur gehört oder so, oder? Nee, komischerweise haben die jetzt auch nicht mehr angerufen. Ich überlege ernsthaft jetzt so ein bisschen so, ich will jetzt nicht was Falsches sagen, so ein bisschen so, ich will jetzt nicht kriminell werden, aber so am Rande der Legalität mich so inkognito so einzuschleichen und sagen, aber dann müsste ich komplett Ausweis fälschen, dann müsste ich ja komplett neue Identität und dann müsste ich zur NSA gehen oder ich weiß nicht, so wie ich da gehen sollte und sagen, bitte helft mir, bitte. Und ich mache auch für euch alles, was ihr dann wollt. Aber dann müsste ich ja meine Seele an den Teufel verkaufen. Nee, Ja. ach lass mal, du bleibst uns erhalten und ich glaube, da haben wir alle mehr von. Ja, Na gut, dann und war dann würde ich mich da. gestern Abend war ja wieder BB-Radio Ja. und da war der Mann von der Kerstin, der Michael. 1,5 Stunden, glaube ich, war das. Ja, so ungefähr. Wow. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, Kerstin darf nicht reden, weil sie noch gewisse Verträge unterschrieben hat und ich weiß nicht, wie lange sie und Ein dann. halbes Jahr danach, meinte er. Ja, also sie darf noch nicht, aber ihr Mann darf reden. Ja, und der hat auch geredet. Hat mir dazu ein bisschen was aufgeschrieben. Zum einen hat er berichtet, dass seine Kerstin wohl Erfrierungen an den Händen erlitten hat und das auch nur ganz langsam heilt. Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, aber gut. Weil wenn sie Erfrierung hat, wieso haben die anderen keine Haben die anderen Erfrierung? nicht, ja. Ich weiß es nicht, ich will jetzt auch nichts unterstellen oder sonst irgendwas. Aber es kann möglich sein, weil jeder Mensch verkraftet Kälte oder Wärme ganz anders als Ganz individuell. anders, ja. Gerade die Frauen haben ja oft kalte Finger, kalte Hände. Ja, da hat er das nochmal bestätigt mit denen, dass die eine Gebühr zahlen mussten. Er konnte natürlich nicht sagen, wie viel das jetzt von Kerstin genau war. Also das haben wir jetzt auch von offizieller Seite bestätigt, dass es das gibt. Und er meinte, er könnte sich das auch vorstellen, dass andere Bewohner zum Beispiel einen Kredit dafür aufnehmen mussten und deshalb nicht rausgehen wollen. Also wir haben mal Wow. was gehört von Lennart, der meinte ja, er will sich nicht verschulden deswegen. Ja, könnte zum Beispiel Lennart ein Kandidat sein, der dafür einen Kredit aufnehmen musste, um das zu hinterlegen, das Geld. Naja, die Frage ist ja jetzt, will ich da rausgehen mit Gewinn oder will ich da rausgehen, um was zu schaffen oder will ich da rausgehen, um berühmt zu werden? Oder alles zusammen? Nee, aber zum Beispiel, wenn du jetzt, zum Beispiel, du hast jetzt nicht so
nicht so einen guten Job gehabt vorher, bevor du da drüber reingegangen bist und hast jetzt auch keine Rücklagen. Und jetzt sagen die aber, ja, wenn sie reingehen wollen, müssen sie aber, weiß ich nicht, so und so viel Prozent. Und das wäre dann bei dir vielleicht 3.000 € oder so hinterlegen. Und du hast jetzt aber keine 3.000 € und kannst jetzt aber auch nicht deine Verwandten, Bekannten, Familie haben es vielleicht auch nicht. Also gehst du zur Aber Bank. jetzt frage ich mich, Jonas, ich unterbreche nicht. Ja. Jetzt frage ich mich, Papi ist doch da, unser Fadi. Er ist Hartz-IV-Empfänger. Wie viel hat er denn hinterlegt? Ja. Das ist doch mal eine Frage, die man mich so im Raum stelle, wo ich mich frage dann wahrscheinlich gut. Weil der hat ja, ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt ist mit diesen Hartz IV, wie viel man Rücklagen haben darf oder nicht haben darf. Das weiß ich nicht. Wie hoch ist denn der Hartz-IV-Satz im Moment? Ja, ist eine gute Frage. Ich glaube, irgendwas mit 300 €, wenn ich mich nicht irre. Na dann vielleicht davon 10%, 20%. Das wäre jetzt nicht so viel. Na, das meine ich ja. Ja, nee, bei Fatih wird es nicht so viel sein, aber ja. Gut. Beziehungsweise nicht gut. Das grenzt natürlich schon an. Also ich finde schon ein bisschen asozial, ne, sowas zu machen. Naja, der Talpa war ja nicht dumm. Und ich denke, die haben da auch schon, die haben ja nicht nur die Jackie dort, sondern die müssen auch noch ein paar andere Köpfe haben, die ein bisschen vielleicht noch ein bisschen Gehirn haben und sich dann ganz genau gewusst haben, was sie machen, wie sie es machen. Ich meine, Big Brother, man lernt ja mal wieder draus, nach so und so vielen Jahren, das könnte man besser machen, das machen wir gar nicht mehr. Und irgendwann mal haben sie einen Faden und irgendwann mal wissen sie ganz genau, wie sie, welche Knöpfe sie drücken müssen. Ja. Ist ja ganz normal. Wahrscheinlich. Dann hat er noch erzählt, er wurde von Talpa aufgefordert, einen Brief an seine Frau zu schicken, Richtig, falls das ihr nicht fand so ich gut ging. auch. Und er meinte, seine Tochter hatte wohl auch einen Brief geschrieben und hatte auch ein bisschen über die Sendung, was sie eigentlich nicht durfte, reingeschrieben. Und er dachte, naja, das ist halt so ihr, von meiner Tochter die Meinung und wenn es denen nicht passt, werden sie uns schon anrufen oder schreiben, wir sollen es doch ändern. Komischerweise wurde der Brief aber durchgelassen und dann meint er, der Stream wurde aber ausgeschaltet, als sie den Brief dann gelesen hatte. Also er hat auch wirklich jeden Tag geguckt, im Livestream ganz viel und er meinte, die beiden gucken auch immer noch. Ja, dann sind einige Briefe nicht durchgegangen. Er hat erzählt, also geplant war, dass sie einmal im Monat einen Brief schreiben dürfen. Es wurde aber so von der Produktion gesagt, naja, die haben ja später Internet und dann kann man vielleicht öfter mal Kontakt haben. Aha. Und er fand, das ist keine Menschlichkeit, dass die Briefe da nicht durchgegangen sind. Naja, zu viel Einfluss vom Außenwelt ist ja nicht gestattet, ne? Dann hat er noch erzählt, die Bewerbungsphase lief schon seit August. Letzten Jahres. Ja. Wow. Und er meinte, um die Familie der Pioniere wurde sich eigentlich gar nicht gekümmert. Nur ab und zu mal hat er da mit denen sprechen können. Ja, das war sehr Okay. interessant. Dann meinte er, okay, die waren alle in einem Ferienhaus gewesen, aber nur einen Tag vorher. Nur einen Tag vorher. Ja, Definitiv. hat er so gesagt. Naja, aber wir wissen, wir haben ja letztens ein Video gesehen, wo Payman und ein paar andere noch besuchen, also Probe und Eben, haben wir darüber schon geredet? Nein, haben wir noch nicht, aber das wollten wir danach machen. Wollten wir dann nochmal erzählen, was heute so alles passiert ist, was so alles so gibt's wieder mal. Gut, na dann machen Wollen wir wir jetzt mal mal weiter anfangen? mit Michael. Dann hat er auch erzählt, die haben sich also morgens um 8 von ihr verabschiedet, was auch in der ersten Folge zu sehen war, wie sie sich da alle verabschieden. Und er meinte, er hat sie noch angezogen mit 8 Lagen an Klamotten, weil es wurde ja gesagt, sie dürfen nur mitnehmen, was sie im Körper tragen. Mit der Kiste, das wussten sie ja gar nicht vorher. Ja? Und er. Wie 8 Unterhosen und 8 Socken oder was? Weiß ich nicht, irgendwie, Ach, der Arsch oder was? jedenfalls Das meinte kann er, nicht. sie hatte so sehr viel an und sie meinte schon, es hätte die Luft abgeschnürt und sie war sich ein bisschen klamm und unwohl. Ja, und dann wissen wir alle, dann gehen die da rein, kommen an den Tisch und dann geht das los mit der Kiste. Ja, ihr fahrt jetzt alle nach Hause und 15 Minuten. Und die durften sich aber nicht ausziehen. Und der meinte, ja,
Er ist mit seiner Tochter nach Hause gefahren, sie haben noch im Auto geredet, geweint, eingekauft. Auf einmal kommt ein Anruf, dass die Kerstin kommt, eine Überraschung hat. Ja? Hat der schon gedacht, wie, was, hat die jetzt aufgegeben oder wie? Geht die doch nicht rein? Und dann kommen sie abends tatsächlich dort an, meint er, und wundert sich, sie hat da immer noch das Gleiche an. Hat sich voll Sorgen gemacht, konnte aber mit ihr auch nicht drüber sprechen, weil da war natürlich Redakteure mit dabei und sie meinte, Mikrofon ist angesteckt, sie kann nicht über alles reden. Und er meinte, das mit den 15 Minuten, das empfand er als seelische Vergewaltigung. Ja, Ja, das kann jeder sehen, wie er will, okay, aber können wir nachvollziehen, weil er hat sich getrennt von ihr, verabschiedet und dann kommt sie doch auf einmal wieder. Und das ist natürlich, die werden da überfallen, überrumpelt von der Produktion mit Kameras und werden da vorgeführt. Also, ja. Und er meinte aber, in Holland war es genauso. Also, ich weiß, in Amerika war es nicht so, aber das hat er wohl auch später rausgefunden. Aber hätte man sich ja vielleicht mal in Holland informieren können, wie das da so war. ja, das hätte man sich. Ja, und ja, also, das fand ich auch ein bisschen komisch. Ich meine, warum konnten die nicht mal die Klamotten dann ausziehen? Und da ist sie dann wirklich, wo kam sie nochmal her? Essen? Oh, warte, warte, wo kam der? Warte, Nee, aus die kommt Bayern aus nehme ich Bayern. Aus aus. Bayern kommen sie her. Aus Bayern, doch aus Bayern, Und dann ja? ist sie wirklich von Brandenburg bis Bayern dann in dem Auto mit den ganzen Klamotten. Also, oh, Hut Oh, ab, das ist Kerstin, dass du gute. das durchgestanden hast. Also gute 6 Stunden mindestens dann. Ja. Na Wahnsinn. gut, 6 Stunden nicht, aber zwischen 4,5 und 6 Stunden bestimmt. Na, Wahnsinn. Und dann nochmal zurück. Auch nochmal mit den Klamotten an. Oh ja, Gott im Himmel. Ah. Ja, und er meinte. Er hat sie auch gesehen und dann hat der BB Alex hat ihn angesprochen, dass zum Beispiel die Carolinas Freundin ja da war mit dem Megafon. Und er meinte, das hat er auch schon vorgehabt. Er meinte zwar nicht mit dem Megafon, aber er wollte über den Zaun klettern, sagt er. Aha. Auch nicht schlecht. Ja. Ja. Gut, das war das von Michael. Dann hat noch ein anderer User gemeint, ein anderer Anrufer gemeint. Die Elsa sieht so aus, als ob sie einen Knopf im Ohr hat. Ob sie einen Knopf im Ohr hat, das kann sein. Er meinte, weil manchmal fasst sie sich auch so an die Seite, an die Seite, ans Ohr. Ja? Und ich fand auch eine Sache komisch, und zwar gab es ja diesen einen großen Streit und die Elsa hat da geschlafen. Und auf einmal kam sie runter und hat voll rumgeschrien, da hat die Pioniere zur Sau gemacht und da hat Pema noch gesagt, du warst doch gar nicht dabei bei der Diskussion, warum schreist du jetzt hier rum? Und da gibt's natürlich jetzt Gerüchte, dass sie vielleicht das mitbekommen hat über den Knopf im Ohr. Was sagst du dann dazu, zu dem Gerücht? Kann wahr sein. Also erstaunt tut mich jetzt nichts mehr. Erstaunt, ja, wir sind. Ja, wirklich erstaunt tut uns wirklich nichts mehr. Ja, gut, na dann reden wir mal. Also, es ist ein Video aufgetaucht von vor Nutopia noch. Also, da lag Stille. Ja, und da sieht man Pemen mit zwei, drei anderen Personen und mit weiblichen Personen, wie sie da so Probe leben oder wie soll man es sagen? Ja, irgendwie gibt es da zu essen und meinte, sie haben noch Kartoffeln und so. Und hast du deiner Putzfrau das Video heute mal gezeigt? Nein, habe ich nicht gezeigt. Sie war nur kurz hier, weil sie hatte Zahnschmerzen. Also ich will jetzt nicht meine Hose wieder runterlassen, mein Privatleben erzählen. Nee. Da habe ich auch keine große Lust mehr. Sie war kurz hier. Sie war nicht mal eine halbe Stunde, dann habe ich sie nach Hause geschickt. Dann habe ich gesagt, komm bitte Montag dann, wenn es dir nicht gut geht. Weil du hast ja damals erzählt, sie meinte, sie hat Pemann gesehen mit zwei, drei jungen Mädels, jungen Frauen. Ja. Und es wäre mal interessant zu wissen, ob das die, weil ich habe ja damals gedacht, das sind vielleicht von der Produktion welche, die aufpassen. Ja? Aber meine Theorie inzwischen glaube ich, dass es vielleicht, dass sie die vielleicht gesehen hat, wo die dieses Probewohnen da gemacht haben. Ich habe sie noch mal gefragt, ja. Ja. So, ich habe sie 2 Minuten gefragt, also so ganz kurz, weil sie konnte auch nicht so viel reden. Und ich meinte, ich habe bitte eine Bitte noch mal an dich. Und sie meinte, was? Du willst mich jetzt schon wieder fragen wegen diesen Typen? Also sie kennt ja nicht mal den Namen von den Typen. Sie weiß ja nicht mal, wer das ist, Ja. ja. Ist ja, aber sie guckt ja kein deutsches Fernsehen, also nicht wirklich. Zu 99,9% sie guckt kein deutsches Fernsehen. Wenn sie mal bei mir ist oder wenn sie mal woanders, dann sieht sie mal so deutsches Fernsehen. Aber verstehen tut sie sowieso nichts, nicht wirklich. Paar Wörter vielleicht und so. Du, ganz ehrlich, da verpasst sie auch nicht großartig was beim deutschen Fernsehen. So.
Na, sag das nicht zweimal, Nick, weil sonst kommen wieder die ganzen Zuhörer und Zuhörer und sagen, was bist du denn für einer? Und sie hat mir gesagt, ja, als allererstes hat sie Sandy gesehen und der hat sich auch mit ihr versucht zu unterhalten, ja. Und sie hat gesagt zu Sandy, ich nicht gut viel verstehen Deutsch, so ein bisschen, ja. Und Sandy hat ihr ein bisschen Obst gegeben und ein paar Kleinigkeiten, hat sie mir gesagt. So, daraufhin habe ich sie gefragt, wann hast du denn das erste Mal diesen Mann gesehen, diesen Sandy? Hast du zuerst Sandy oder erst Payment gesehen oder den? Und hat sie mir gesagt, sie hat zuerst Sandy gesehen. So, und dann habe ich sie gefragt, wann hast du Sandy zum ersten Mal gesehen? Und wortwörtlich hat sie mir gesagt, das war Mitte, Ende Januar, hat sie Sandy gesehen. Siehst du, Und jetzt das hör kann gut sein, zu. das war, dass das dann das Probewohnen war. So, und jetzt hör gut zu. Und sie meinte dann, dann kamen immer mehr und mehr Leute. Dann hat sie gefragt, wer sind das, weil die waren sehr spendabel. Also wie gesagt, dieser Payment, der war sehr spendabel, ja. Der hat sie auch gefragt, warum suchst du dir keine richtige Arbeit? Dann meinte sie, dann gib mir doch Arbeit, ja. Weil für sie wirkte er, ja, als der Boss. Weil dann hat sie mitbekommen, ja, jeder, pass auf, dort bei Netto und der Umgebung, jeder kannte ihn und die anderen Leute. Die haben sich sogar gegrüßt und so weiter. Und jetzt nochmal zurück zu der Sache. Sie hat Payman das allererste Mal kennengelernt und gesehen. Ja? Ich betone es noch einmal. Gesehen, das war Anfang Februar. Sie will sich jetzt nicht auf das Datum genau beziehen, ob das jetzt 1., 2., 3., 4. Februar war, aber das war der Anfang Februar, hat sie ihn das erste Mal gesehen. Okay, das kann ja gut sein. So, jetzt hör zu. Daraufhin meine ich, bist du dir, wir haben es jetzt den 18., also vorletzte Woche war sie bei uns, wenn ich mich nicht irre, war sie bei mir, wo du auch hier warst und wo sie dann was erzählt hat. Ja? Also, das war so Anfang April, oder, Nick? Ja. Ja, so 3., 4., 5., müssen wir nochmal genau nochmal nachgucken. Und sie meinte, sie hat wirklich Payment draußen gesehen. Und sie meinte, der hat sie auch begrüßt, hat ihr auch nochmal 5 Euro gegeben, hat ihr auch nochmal, weiß nicht, und das war vor 2 Wochen. Weil sie ist ja nicht jeden Tag in KW und sie kann auch nicht jede Woche hingehen, nur wenn sie mal da zu tun oder wie auch immer und sonst was. Und das war definitiv Mitte März. Ah, aber da lief die Sendung ja schon. Da lief die Sendung doch schon. Jetzt meinte ich zu ihr, habe ich sie gefragt, bist du denn sicher? Meinte sie, ja, hundertprozentig. Er hat sich noch mit mir unterhalten, gefragt, wie es meinen Kindern geht und sonst was und denen und so weiter. Dann meinte sie zu mir jetzt auch nochmal heute, warum willst du so einen Typen? Meinte sie, willst du was von diesem Mann? Du hast mir ja gesagt, ich soll ja noch ein Foto machen. Was willst du von diesem Mann? Und dann habe ich ihr genau nochmal erklärt, das ist alles mit. Sie meinte, der Mann ist doch kein Betrüger, der ist doch ganz nett, ganz lieb, was willst du denn von dem? Ja, und sie meinte, wenn ich lüge, meinte sie, wenn sie lügt, ja, wenn sie lügt, dann lügen doch die Kassierer nicht, die anderen nicht. Musst du sie doch fragen, geh hin und frag die doch selber, wann sie das letzte Mal Payman gesehen haben. Also, das ist ja die Sache. Und sie meinte noch, Ich lese und die sie ganze Zeit. meinte noch, Was? Nick, hörst du mich? Ja, ich höre dich. Sie meinte noch, außerdem gibt es da Kameras, geh doch bei den Kameras, dann siehst du ihn doch dann. Ich habe gerade im Forum gelesen, dass wohl einer in diesem Video auch noch den Sebastian erkannt hat. Aha. So, also genug darüber, weil wir das immer wieder wiederholen. Wir hören es immer nur aus Hören und Sagen, ob das jetzt wirklich was wahr ist oder nicht. Darum habe ich ja gesagt, ich will nächste Woche mal selber mir ein Bild machen von ihm und selber mal dort mal umgehen und ein paar Bilder machen und es dann, dass wir uns das mal zeigen, wie es dieses Areal ist. Ja, da bin ich mal gespannt. Und will selber auch mal in diesen Nettoladen gehen. Und dann frage ich so, werde ich so tun, so ob ich Na, also verrat's ein doch nicht Perser vorher, bin. weil Und dann wissen die doch, wer. dann werde ich so tun, ob ich ein Perser bin und ich sage, ich suche meinen Bruder. Ich komme aus Iran, Asyl, bitte helfen. Wo meine Brüder? Mal sehen, ob jemand weiß, wen ich ansprechen will. Na, da bin ich mal gespannt, was du da dann machst. Ja, ich werde es auch aufzeichnen
und fragen. Na, das darfst du nicht, ohne vorher zu fragen. Darum meinte ich doch, so am Rande der Legalität, so am Rande. Nee, du musst, wenn du das verwenden willst, musst du das auf jeden Fall in Deutschland, kannst nicht einfach jemanden aufnehmen, da musst du fragen, du musst das, müssen die Das stimmt, unterschreiben, dass du es verwenden darfst und so ja. weiter. Oh Gott im Himmel, ich weiß doch's. Ich Wirklich, ich sag's ja. weiß es. Du weißt ja, wir sind hier im Internet. So, dann erzähl mal so vom Tag. Das Kalb ist Also, endlich da. das Kalb ist da, ja. Ein Mädchen. Ja, Christian und Bernhard haben sich ja noch sehr drum gekümmert. Total süß, das Kleine. Ja. Die waren auch so ein bisschen stur und Lennart hat noch versucht, so zu zeigen, was gibt's denn so, ja. Die wollte ja erstmal auch nicht trinken, dann ist sie dann ja, gefüttert worden. Ja, dann ist es endlich jetzt passiert. Und zwar nicht am 15., sondern am 18. Naja, es wurden keine Spritzen eingeleitet, keine Wehen, Vorwehen oder wie man das nennt. Ich bin jetzt ja keine, aus biologischen Gründen habe ich ja keine Vagina. Ja. Aber Gott, Nick, also ist es doch. Also mein Körperbau ist männlich, ne? ja, Sat.1 freut sich jetzt bestimmt noch im Hintern. Ein zweites, weil die können ja sagen: Seht ihr, wir haben doch nichts gefegt. Das Kalb ist gar nicht am Mittwoch gekommen, sondern erst am Samstag. Ja, wir wissen es. Was mich noch sehr erstaunt hat heute, es sind Matratzen gekommen. 15 Matratzen und Bettlaken für 500 Euro, Nick. Für 500 Euro? Naja, da hat halt ein bisschen mitgeholfen, Also natürlich, ne? Entschuldigung, wenn ich zum Matratzenladen gehe, da kriege ich doch nicht 500 für 500, 15 für 500 Euro. Ich habe ja mal recherchiert, die preiswerteste, was ich gesehen habe, ja, die preiswerteste war zwischen 44 und 49 Euro und die ist für die Katz. Das war aber schon sehr preiswert dann. Ja. Das meine ich ja, das ist ja die preiswertesten vom preiswertesten, ja? Aber glaubst du, dass sie die So. preiswertesten vom preiswertesten dort bekommen haben? Glaube ich Nee, nicht. so wie die aussieht, sehen die nicht so gerade aus wie eine preiswerte Matratze. Ja? Also ich denke mal schon, hochqualifiziert ist sie auch bestimmt nicht, aber so mittel. Ich schätze mal so zwischen 80 und 120 Euro wird sie schon gekostet haben. Naja, vielleicht hat Talpa ja gesagt, pass auf, das ist ja auch Werbung für euch, also geht mal mit dem Preis runter. Naja, aber auch noch 15, also Bettlaken und Dings. Also ich schätze mal, für den ganzen Spaß wird es mindestens gekostet haben, wenn wir wirklich einen guten Preis bekommen haben sollten, ja. Nicht unter 800, 900 Euro. Ich denke, das ist der absoluteste Minimum, was irgendein Einzelner, also was ich denke mal, auch bei Resteposten oder sonst irgendwas. Aber dann frage ich mich, warum erzählen Sie dann für 500 Euro, wenn es eh wieder nicht hinten und vorne stimmt? Aber warte mal, hast du nicht mal erzählt, die bekommen keine Matratzen? Dürfen keine Richtig. bekommen? Die dürfen keine, sie können keine aus, wie war das nochmal, aus organisatorischen Gründen oder so, ja, ich jetzt nicht mehr ganz genau im Kopf, können die nicht. Und dann wurde das doch, es wurde vorgeschlagen, dann haben sie gesagt, nein, das geht nicht aus Organisationsgründen, organisatorischen Ach, und können jetzt wir geht's keine doch auf Matratzen. einmal. Ist ja komisch. Jetzt geht's doch auf einmal, ja. Was sollen wir dazu sagen, lieber Leonardo? Ja, also es ist einiges passiert heute. Ich weiß ja nicht darum, aber ich bin es wenigstens, wir, nicht ich, wir drei sind es schuldig. Gut, Schussi ist heute nicht da. Wir werden, wie gesagt, werden weitermachen und das Beste draus machen. Also zum Beispiel, Hans will jetzt auch auf einmal einen Wohnwagen haben. Ja, weil Sandy hat ja auch einen, da muss er natürlich auch einen Ja, haben. natürlich. Oh. Hans geht ja davon aus, dass er morgen eine Kamera bekommt. Ja, der geht davon aus. Na, mal gucken. Was war noch? Ach so, dann haben sie sich noch eine Kartoffelkanone gebaut. Genau, die haben sich auch noch gebaut, In aller richtig. Öffentlichkeit. Und dann hat wohl jemand angerufen und heute Morgen stand die Polizei vor der Tür. Weil man darf keine Kartoffelkanonen bauen. Eben. Die hatten auch noch Besuch gehabt heute, aber dazu später ein bisschen. Ja. Also, ich meine, wie kann man denn so naiv sein und sich da eine Kartoffelkanone bauen und nicht wissen, dass das doch nicht geht?
Ich weiß nicht, vielleicht war es ein bisschen leichtsinnig oder nicht, oder haben nicht gerade gedacht. Vor allem, was ich so darüber gelesen habe bei Wikipedia, ist das sehr gefährlich, weil es kann halt nicht, es kann halt nicht, na, sag ich mal anders, es kann sein, dass ein Schuss mit großer Präzision trifft und der nächste geht dann komplett daneben und sprengt vielleicht die Kanone und dann werden die selber im, ne, im Ja, man kann sich also auch sehr verletzen. Ich habe gehört, einer ist sogar da mal ums Leben gekommen. Ob da jetzt wirklich was Wahres dran ist, weiß ich jetzt nicht. Das war, glaube ich, Mitte der 90er war das, dass wirklich mal ein Mensch daran ums Leben gekommen ist, wegen einer Kartoffelkanone. soll man dazu noch sagen? Liebe Pioniere. Oh Mann. Ja, dann haben die sich ja gestern noch entschuldigt. Das steht auch sehr groß auf der Homepage von Nutopia, auf der offiziellen. Moment, habe ich gerade auf. Und zwar haben sie darüber diskutiert und die neueste E-Mail von dem Chris aus Wien vorgelesen. Der hat sich ja noch mit Hans wieder vertragen, verstehe ich auch nicht, aber naja. Ja, Mann, siehst du nicht so ernst, Nick. Ja, also ich hätte schon fast gedacht, ja, nachdem er gestern die Pioniere eigentlich zusammenscheißen wollte, ja, dass er sich heute dafür entschuldigt, dass er überhaupt was gesagt hat. So kam mir das schon vor. Also hier steht, fast alle Pioniere haben die Gelegenheit genutzt und sich bei den Zuschauern entschuldigt für ihr Fehlverhalten. Die Elsa will sich dies in ihr Gehirn prägen. Und der Chris kommt jetzt am 30. April persönlich. Er will Bargeld mitbringen und die Rettung der Fische jetzt doch wieder durchziehen. Muss ich auch nicht verstehen. Also, Chris ist ja ein eifriger User von BB Unzensiert. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ja, ich weiß es nicht. Also gerade bei Chris verstehe ich jetzt nicht, warum er hat jetzt versucht, den Augen zu öffnen. Ja. Und weißt du, Und was die jetzt. eine im Forum hat auch noch geschrieben, die ist wohl auch, früher hat die in Österreich gewohnt. Sie meinte, sie fand es gar nicht okay und sie mag es gar nicht, wenn sich, weil sie selber Ösi war, wenn sich ein anderer Ösi, ach, jetzt, das ist jetzt kein Schimpfwort, Ösi, oder? Kann ich doch sagen, oder? Nee, sag's lieber nicht, naja, dann kriegen wir Gut, wieder nur wenn sich ein anderer, vielleicht dürfen es nur die dort wohnen, sagen. Österreicher, Austria, Österreich, Ja, wenn sich ein Austria. anderer Österreicher an die Wand spielen lässt, so hat sie das geschrieben und ich kann da nur so zustimmen, wie sie es gesagt hat. Ja. Was war denn heute? War ja noch. Heute fingen sie ja mal endlich an mit dem Saubermachen. Ja, Und. sehr großes, wie sagt man dazu, Einmachen, Ausmisten nennt man Frühlingsputz. das. Ja, ausmisten, großes Ausmisten. Und dann haben ihnen wohl einige Bewohner dabei geholfen und dann war auch jemand da, der hat Sandys Wohnwagen besprüht, also ein Sprayer. Also einer, der im Rollstuhl ist, das muss doch auch noch zu. Na gut, müssen wir jetzt dazu nicht jetzt gehen. Ja, und Also es kam. der Wohnwagen ist jetzt schön mit Blau und so Sonnenblumen, also sieht echt gut aus. Ja, passt. Ja, und Sandy hat arbeiten lassen, ne? Er stand nur so und, ja, mach mal. Ja. Ja, was gab's noch? Es gab wieder sehr viele Cuts. Ja, leider, aber darüber müssen wir jetzt nicht mehr diskutieren, Nick. Oder müssen wir jetzt nicht mehr ausführlich darüber reden, weil das gehört jetzt dazu und ich denke, das wird jetzt auch für die nächsten 28., also noch 10 Tage weiterhin auch so bleiben. Ja, dann hat Hans noch einer Besucherin erzählt und fand es ganz toll, dass er, wie er denn so schlagen tut. Ne? Er meinte, man kann einen Menschen mit nur einem Schlag töten, wenn man das gut setzt. Und Ich habe vergessen, dass er Chuck Norris ist. er meinte, Keile hat er ja auch weggeschubst, aber das war wohl ein bisschen schwer, weil er halt ein bisschen mehr Gewicht hat. Er meinte, der Schlag muss halt überraschend, muss er kommen und schnell. Der Weg zum Kinn ist eine Gerade. Einen Haken siehst du zum Beispiel auch nicht. Man mu muss sich richtig vorbereiten. Sagt er zu ihr, ich gebe dir den Tipp, wenn du mal Streit hast, das ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du jemanden K.O. schlägst. Und was macht die Besucherin? Die lacht. Naja, Muss ich auch nicht sie verstehen, nimmt es. oder? Ja, sieht es gelassen. Dirk und Kate haben wohl auch gesprüht. Ich sehe eine grüne Tonne haben sie, also eine Tonne haben sie grün angesprayt. Ja.
Tatjana hat geweint, weil sie heute ihre Familie sehr vermisst hat. Och, arme Tatjana. Tatjana. Ja. Ja, da meine ich auch noch was mitgebracht. Was haben Sie Paar denn Stoffe für die mitgebracht? Frauen. Auch so ein paar Stoffe, so für die Frauen, damit sie so nähen, basteln, stricken, häkeln können. Hast du da mal eine von den Nähen, Stricken, Häkeln gesehen? Also ich noch nicht. Ehrlich gesagt auch noch nicht. Aha. Aber vom Zeit kommt Rat. Dann gab es auch noch eine Geburtstagsparty, also da hat dort jemand Geburtstag gehabt. Ein Lukas. Gab es auch noch. Ach, hier ist noch interessant. Kate hat den Sprayer gefragt, wie bist du darauf gekommen, uns zu helfen? Und der meinte, das hat sich. Wir haben eine Auflage bekommen, nicht so viel von draußen zu erzählen. Nur so viel hat sich ergeben von einem Freund. Ja, auch gute Kennt wahrscheinlich Aussage. auch jemanden bei Talpa, oder? Ja, so, Talpa lässt grüßen. Ja, die haben Holdriau. wahrscheinlich bald von allen Talpa-Mitarbeitern die durch, dass jeder mal seinen Freunden sagt, ja hier, gebt den doch mal ein bisschen, macht da mal ein bisschen was rein. Ne? Ja. Ja, wieso denn nicht? Ah, da war das Kalb heute wenigstens noch das einzige nicht gefegte. Ah, nick, 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 nick. Wie geht's eigentlich unseren Hühnern? Weiß gar nicht, sind die jetzt schon draußen? Ja, Moment, die waren ja heute schon draußen. Mit Ja, der Kuh zusammen Lennart auf der wollte den Weide. neuen Zaun, wollte den neuen Zaun bauen. Ah ja, einen neuen Zaun haben sie gebaut. Unsere fleißigen Handwerker bestimmt, oder? Ja, der Fleißige. Dann habe ich noch mitbekommen, ja? Hör gut zu jetzt. Am 15., ich fand es so lustig, einmal hat Talpa, glaube ich, einen Fehler gemacht. Sie haben geschrieben 15., 15., 15., anstatt 15., 5., Fünfter, ja. 15. Ja, weißt du? Und heute kam das erste Pärchen und dieses Pärchen möchte in Utopia heiraten, ja? Die möchten sich das Ja-Wort geben, so. So, ja, ich liebe dich, Ja, liebst mich auch, ja, ich liebe dich auch, Bei Utopia, ja, bei Utopia, ja, okay. Und wo machen wir Liebe? Naja, wir machen das dann auf der Fahrt. Okay, nein, ich bin damit zu Hause ganz so echt, echt, ja, so ganz, ganz Blümchen-Sex, so, ja, okay, dann, aber dann kommt doch der Papa, und der Mama kommt auch noch, na gut, dann nicht. Dann machen wir nur heiraten bei Utopia, ja, okay, nur da. So ganz, ganz toll. Also ich frage mich, also ich meine, ich weiß nicht, vielleicht sollte ich mal Sushi fragen, ja, oder vielleicht fragst du mal Sushi. Vielleicht könnten wir auch dort heiraten, beginnt bei Talpa und können wir dort rein sein und tun so, ob wir Pärchen werden, so ja. Und vielleicht gibt uns Talpa dafür 10, 15.000 Euro, so wie die Ausstattung, wie, weiß nicht, wie früher mal, also in der ehemaligen DDR, da bekam man für jedes Kind ein Tausender. Und dann, wenn du noch, dann gab es noch ein bisschen Kohle. Vielleicht hat das Talpa dann so, ja, Ein weiß nicht. Ehekredit gab es, ja. Naja, aber Moment mal, Moment mal, Moment mal. Wie viel gab es denn damals? Das weiß ich nicht, das habe ich nicht gesehen. Ruf mal Mama an und frag mal Mama, wie viel gab es denn damals? Meine Mama ist doch aus Frankreich, USA, England, Hm. Spanien, Italien. Das habe ich ja vergessen, ja, da muss ich Ja. meine Mama anrufen, sie fragen immer an. Muss ich Sie fragen, wie viel gab's oder wie viel gab's damals in der DDR für den Ehekredit? Keine Ahnung. Und dann tue ich so und Sushi so und wir heiraten. So, ja, okay. Dann stehen wir so, ich und Sushi so vom Traualtar. Aber dann muss ja meine Familie auch kommen und ihre Familie auch. Gott, Himmel, nein. Und dann so, na gut, wir werden schon irgendwelche Leute von der Straße finden so. Und dann so gehen wir hin, so, ja, wir wollen heiraten und Talpa Ja, so, aber okay, wollt ihr Leonardo, ich wirklich heiraten? glaube, so viel Weiberei ist in Deutschland auch wieder verboten. Was ist verboten? Viel Weiberei. Kannst du bitte noch mal sagen? Viel Weiberei. Sushi Wie ist doch war schon verheiratet, oder? Warte doch mal, sei doch mal ruhig jetzt. Und ich und Susi stehen da so vom Traualtar so. Und dann so, nee, zuerst fragt man die Frau und dann den Mann. Ja, ja genau, dann muss sie das so. Und wieso, wollt ihr wirklich heiraten? Ja, wir wollen heiraten, ja.
Okay, und wie viel Kohle gibt's denn? Ja, okay, seid ihr beide Deutsche? Ja, wir sind beide Deutsche, okay. Also, ihr wollt wirklich heiraten? Ja, wir wollen wirklich heiraten, okay. Wie viel gibt's denn um Geld so? Ja, wie alt seid ihr denn? Ja, ich bin 20. Susi, ja, ich bin 22, okay. Okay, 5000. Und Susi, wie soll ich Susi so jetzt mittlerweile kennen? Nee, 5000 ist zu wenig. Wir fern so, wollen schon mindestens 25.000 haben. Susi will ja unbedingt noch eine Tüte hier nach Griechenland so, nicht Pommes, sondern Internet. Will ich dann so einen ganzen Mast dann holen dann, damit sie dann lange bleibt. Und dann so, also lange Rede, kurzer Sinn. Und dann, wenn wir dort bei Talpa sind, wir haben die Kohle bekommen, und sagt Susi, ja, wollen Sie, fragt der Pastor oder Priester oder Padre, Signore, Signore, du wollen jetzt, also wollen Sie jetzt nun, und dann sagt Susi, nein! Benny! Und ich so, und kriegt dann so einen Herzinfarkt, so, so, nein, du tust du mir das an? Und dann so, ich will nicht! Und dann gehen wir raus, so. Das ist totaler Blödsinn, aber ich weiß es nicht. Es ist wirklich mehr schon wie Kindergarten, höre ich mich wieder an, aber keine Ahnung. Ich Aber glaube, wir nur um da sind wieder mal auf dem reinzugehen. Weg, der schlechteste Podcast aller Zeiten zu werden. Aber nur um da mal reinzugehen und da nochmal zu gucken, wie sehen denn die Konditionen aus? Was würde man denn kriegen? Weil ich kann es mir nicht vorstellen, welcher gehirnamputierte Typ und welche gehirnamputierte Troller geht dorthin, um zu heiraten. Ganz ehrlich, das ist der Tag für sich. Also ich war schon mal verheiratet und ich würde doch, da gehe ich doch nur mit meinen besten Freunden, mit meiner Familie, mit meinen, die ich liebe, die ich gerne habe, die mir was bedeuten, die will ich doch um mich haben. Und gehe da nicht bei einem x-beliebigen oder weiß ich nicht, da um mich zur Schau. Dann kann ich ja gleich die Hose runterlassen und sagen, ja, könnt ihr mir ins Hintern gucken dann bitte. Bei allem Respekt. Ja, aber siehst mal so, was ist dann, wenn du deiner Liebsten schon immer einen Antrag machen wolltest und sie hat gesagt, ich stimme aber nur zu, wenn es was ganz Besonderes ist und das schon alles überlegt. Im Kino einen Antrag machen, auf der Leinwand, hat auch schon jeder gemacht. Also nicht jeder, aber viele. Im Restaurant, mit einem Ring im Essen verstecken, haben auch schon viele gemacht. Und da kommst du einfach nicht auf eine Idee und dann bieten die das ja an, ja, nur Truppe, können wir uns zeigen und sagen, denkst du dir, ja, genau das ist es. Meine Freundin guckt es sich gerne an und wenn ich ihr das vorschlage, sagt sie hundertprozentig ja. Oh Gott, Nick, also glaubst du wirklich? Ja, das könnte doch auch sein. Wir müssen doch. Aber fünf, nee, glaube ich Ja, nicht. du kannst doch jetzt nicht sagen, die Leute sind gehirnamputiert. Also, bist du Hans oder was? Nick, ich würde es doch nur machen, wenn ich wirklich Kohle kriegen würde. Weiß nicht, so 50.000, dann ja, ich meine, es ist sowieso nur per Show, weil offiziell geht es ja nicht. Dürfen ja auch nicht getraut werden, aber eben christlich. Eben so kirchlich oder irgendwie sowas, pro forma oder wie auch immer. Aber so Standesamt, also rein rechtlich, wird es auch sowieso nicht anerkannt. Und wäre es auch nicht. Also ich glaube ja, die gucken sich an, okay, welche anderen Sachen im Fernsehen laufen zurzeit gut. Da sind diese ganzen Restaurant-Doku-Soaps da. Dachten die sich, okay, wollen wir auch haben? Ja, machen wir ein Restaurant darin. Dann, was läuft noch im Fernsehen gut? So auf TLC läuft das, glaube ich, hoch und runter. Auf Six weiß ich gar nicht. Ich will denen nichts Böses unterstellen. Diese Heiratsshows, ja, Braut-Makeover. Mein schönster Tag und so weiter. Diese ganzen Sendungen und haben sich gedacht, ach guck mal, das läuft ja gut, da machen wir es auch mal jetzt hier mit Hochzeiten. Gucken sich bestimmt viele Frauen an. Also ich glaube, das haben die ganz geschickt eingefädelt, damit die Quoten hochbekommen. Und wer soll ein Priester spielen? Mirko Nonchef? Ist der Schweiz? Oder Tanja Schumann? Oder wer soll das? Oder hier Steffen Olli Dietrich? Du, Oder vielleicht was kennst soll von Talpa ja jemanden, der wieder jemanden kennt, der sowas machen kann. Weiß man hm. nicht. Naja, ich weiß nicht, du. Ja, Ja, also zurück ich zum distanziere mich Tagesgeschäft. von dem Schimpfwort, das der Leonardo eben für die Leute, die da heiraten wollen, gebraucht hat. Also ich finde es jetzt, ist jetzt nicht so schlimm. Ich Aber ihr finde, wisst ja, es wie ist er so ist. schlimm. Manchmal redet er sich um Kopf und Kragen und dann muss er sich am nächsten Tag wieder entschuldigen. Also dafür entschuldige ich mich jetzt definitiv nicht. Na, mal gucken. Ach nee, Leute, hier ist was los. Ja.
Erzähl was. Ja, was soll ich nur erzählen? Wie sie sich verabschiedet haben, wie alles schön und gut ist, wie alles holdriau ist. Ja, morgens standen die wieder mal alle auf, alles gut. Ja. Na gut, dann reden wir über die Quoten. Ja, wie sind die Quoten? Da bin ich neugierig jetzt. Also, aktuelle Quoten. Am Donnerstag, nee, das ist, wie besteht der Donnerstag? Red mal weiter, ich bin noch nicht ganz fit. Du bist nicht ganz fit, okay. Nee, ich brauche auch Urlaub. Hast ja gesagt, okay. Mit den Urlaub müssen wir noch mal sehen, nächste Woche irgendwann mal und dann gucken wir mal. Ja, ich habe heute nicht so viel DERK gesehen. Oder habe ich es mir so eingebildet? Ich weiß es nicht. Manche würden sich darüber freuen, wenn sie ihn nicht so oft sehen. Na, manche würden sich noch mehr freuen, wenn sie nicht so viel Hand sehen würden, oder die Elsa oder Elsa. Glaube, viele würden sich freuen, wenn sie nicht so viel Es die gibt's, Elsa. kennst du noch, es gibt so eine Anekdote. Es gibt eine Stadt, die hat mal zu Deutschland gehört, mal zu Frankreich, dann wieder zu Deutschland und wieder zu Frankreich. Was kommt denn jetzt? Kennst du Elsass Lothringen? Elsass Lothringen meinst du? Ja, oder Lot. Liebe Zuhörer und Zuhörer, mein Name ist Leonardo, ich bin nicht der Hellste. Willkommen, guten Tag. Ist egal, worauf wolltest du hinaus? Wie heißt die Stadt nochmal, lieber Nick? Das ist keine Oder Stadt, das der. ist so ein Gebiet oder ja, Elsass Lothringen. Okay, so. Mach's bitte Und kurz. ich mach's kurz. Immer wenn es Krieg gab, ja, hat dieser Ort oder diese Stadt oder dieses Dorf oder dieses Bundes, jetzt übertreibe ich natürlich, Dieses ja. Gebiet. Ja, dieses Gebiet, ja, immer so dagegen, ja. Also wenn es Krieg gab mit Deutschland und Frankreich, also als Napoleon gekommen ist, als der. Lange Rede, kurzer Sinn, und ich vergleiche jetzt schon Elsa, ja, also die Elsa, vergleiche ich schon ein bisschen mit Elsass Lothringen. Inwiefern? Okay, ich gebe dir einen Tipp, eine Aufgabe. Gib mal bei Google dieses Gebiet ein und dann bei Wikipedia, dann stehst du ganz genau, was ich damit meine, weil ich sonst ziehe ich es wieder in die Länge. Sonst gebe ich dann wirklich die Anekdote noch mal ein bisschen mehr und dann erzähle ich noch ein bisschen zu viel und dann ist es, glaube ich, nicht so gut. Okay, gut, dann habe ich die Quoten jetzt aufgerufen. Also die vom Freitag, ne? Das waren ab 3 Jahren waren es 1.450.000 und Marktanteil war wieder sehr wenig, 6,3%. Und bei den jungen Zuschauern 610.000 ist also auch weniger geworden und der Marktanteil war 8,7%. Ja, schlechter waren eigentlich nur vom Marktanteil her. Schlechter eigentlich nur die Nachrichten, aber das ist ja normal. Sag mal, Nick, mir ist noch was eingefallen. Ja. Das haben wir doch bei BB Radio gehört. Da war einer, der hieß Leo. Der meint, der muss sich das gezwungenermaßen sich anschauen. Ja? Ja. Und dann haben viele gesagt, dass dieser Leo der Heiko wäre. Bauer Heiko. Ja. Hast du da noch was mitbekommen? Also ich habe bis 23 Uhr nur zuhören können, danach hatte ich dann noch private Gespräche. Und da, in der Zeit wurde darüber nicht geredet. Ich meinte ja gestern noch, sie ruft da bitte mal an, fragt da den Alex mal nach. Aber sie ist dann auch nicht mehr dazu gekommen. Ich weiß nicht, bist du nicht durchgekommen oder warst du schon im Bett? Ich war schon zu der Zeit anderweitig beschäftigt. Okay.
Gut, ja. Ansonsten, ich höre mir die Sendung natürlich nochmal den Rest an, die nächsten Tage. Heute werde ich nicht mehr dazu kommen und dann werden wir ja mal sehen, ob das noch geäußert worden ist. Ja. Ja. Kastensturz, die machen gar keinen Kastensturz mehr, oder? Warte mal. Doch, die machen eigentlich noch einen Kastensturz. Wir können ja mal den Kastensturz machen. Also heute Also, wurde keiner veröffentlicht. Doch, na, wir ihr. gucken Ah, was rede ich denn? mal. Ach Mensch, Holz Leute. vor der Hütte. Arm, aber Der sexy. im Ja, Geldbeutel. okay. Und zwar, also, soll ich mal vorlesen? Ja, lest mal vor. So. Den Einwohnern von Utopia bleiben damit magere 833,56 € im Tresor und weitere 373 und 54 Cent, also 373 € und 54 Cent Warte mal, es ist ja schnell im auf Kopf der gerechnet, Bank. sind das ja genau 1207,10 €. Habe ich das jetzt richtig im Kopf gerade ausgerechnet? Ja, das ist richtig. Ja, das ist richtig. So. So, rechnet man die Summe mit den Außenständen gegen, kommt man einen fetten Minus von 3.087,08 Was? Cent. Nein. Es wird also Zeit, dass die Pioniere den so, na gut, die handgefertigten Kunst endlich verkaufen, damit bald wieder schwarze Zahlen Die schreiben. sind mit 3.000 € minus? Ja. Nein. Doch. Gott im Himmel. Oh, wer hätte das gedacht? Kennst du nicht den Spruch? Wer hat das gesungen? Ich bin pleite, aber sexy. Ich bin arm, aber sexy. Das ist doch der Spruch für Berlin. Ja, aber nein, das hat doch dieser Auswanderer aus Malle damals. Keine Ahnung. Na jedenfalls. Mann, wie hieß der nochmal? Carsten, Kai, Klaus, Keine Peter, Ahnung. Jochen. Ich weiß nicht, was du da wieder Das haben wir gehört doch hast. mal zusammen erlebt. Was? Nein, niemals. Doch, doch, tu jetzt nicht so, lüg jetzt nicht. Was redest Du du denn hast mich, da? ja, du hast mich dann auch dazu gebracht, dass mir dieses Tat, mein armer Zeit, Gott im Himmel. Jesus Maria, warum tue ich mir das bloß an? Da hast du mir sogar noch gesagt, ich soll es mir anschauen. Wie hieß denn der Typ? Das stand so nicht im Der Drehbuch. stand aber nicht im Drehbuch. Na gut. Na gut. Ach so, dann gab es auch noch was ganz Interessantes, ja? Da habe ich mich jetzt gefragt, ist das echt? Ist das von denen so vorgegeben? War das jetzt wirklich so gemeint, wie die das gesagt haben, Mann, mir ja? zittern schon die Hände vor Aufregung. Erzähl. Es war gestern, also wirklich, da war ich so, es war so, kennst du dieses Lied, so dieses so Genau, der wird auch zu X-Faktor. singen. X-Faktor, so, nee, warte mal, so, Scully, Mulder, 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 Mann, wie hieß das nochmal? Akte X. So, also da haben sich ein paar Fake-Topias oder Nutopias oder Pioniere oder Men Mitmenschen, Mitbürger, Bewohner, sowohl männliche, sowohl auch weibliche, sich unterhalten über das Thema Beerdigung. So, was kommt nach dem Tod? Ja? So, was soll man, was soll nach dem Tod kommen? Also, ich war mal vor war das dieses Jahr? War es dieses Jahr? Ich überlege, wir haben es jetzt. Ich will jetzt nicht lügen. War es dieses Jahr oder war es November, Dezember? Ich bin jetzt aber, oh Gott, ich weiß es nicht mehr. War ich mit einem Schulkamerad, haben uns mal getroffen, seit langem wieder mal, und sein Vater war mit uns und da meinte er, ach Mensch, Leonardo, so und so und so, komm mal mit und so, okay. Und dann gehen wir so beim Bestattungsinstitut und ich gucke jetzt meinen Freund an und ich sage zu ihm, sag mal, Thorsten, was machen wir jetzt denn hier? Meinte, du kennst ja meinen Alten, meinte, du weißt, wer er ist. Und ich so, ja, was will er jetzt machen? Will er jetzt verhandeln oder was will er jetzt hier machen? Will er jetzt schon einen Sarg raussuchen? Der so, naja, was, dreimal darfst du raten. Und da hat er sich wirklich im wahrsten Sinne des Wortes in diesen Sarg hingelegt und dann meinte er, ich will mal Probe liegen.
Meint ich, ich will es nicht seinen Was? Namen nennen. Meint ich, sag mal, ist das dein Ernst? Meint er, wieso denn? Warum denn nicht? Ich will sehen, wie es bequem ist. Und ich meinte, Gott, scheiß doch drauf, wenn du tot bist, bist du sowieso nichts mehr. Ich meinte, Eben. nee, so ist es nicht. Ich will schon einen guten und richtigen Sarg. Und ich will auch schon wissen, welcher Sarg es ist. Und ich muss auch schon wissen, was das ist. So, weißt du? Und meinte ich, dann guck dich mir an. Und dann war ich so, aber kommen wir zurück zum Thema, weil ich wirklich nicht so privat. Wie gesagt, da haben sich Lennart, Sebastian, Terry, ja, haben sich über dieses Thema unterhalten. Und da war ich auch sehr sprachlos. War auch interessant, weil ich wusste jetzt nicht, wie nennt man diese Industrie, diese Beerdigung? Gibt es dafür eine irgendwie so eine Bezeichnung oder so? So Bestimmt, ja. Beerdigung-Innung oder Brot-Innung oder Wasser-Innung oder Es gab ja mal irgendwie. sogar eine Serie darüber. Wie hieß die nochmal? Ja, Eine Serie gab es auch nicht schlecht, interessant. ja. Na gut, aber ich wollte noch sagen, mit dem, dass Sie jetzt 3000 Euro Minus haben, selbst wenn Sie jetzt 20 Kisten verkaufen für 129 Euro, dann sind das ja nur 2000 Euro, die Sie dann plus machen, 2580 Euro, dann sind Sie immer noch im Minus. Ja, aber man kann ein miss was eingefallen, ja? Und zwar, wo ich wirklich, wirklich denke, ja, vielleicht hört mich ja jetzt einer von Talpa, was ich nicht glaube, aber vielleicht ein Freund eines Freundes oder der sechste Person, ja, oder die fünfte Person oder vierte Person, hört es ja vielleicht. Und da gab es mal Ende der 90er Jahren, gab es mal eine Moderatorin, eine sehr tolle Moderatorin, eine Radiomoderatorin. Ich weiß nicht, wie oft ich sie gehört habe und wie oft ich an sie denken musste und wie oft ich so geträumt habe, so ja, so Leonardo in Action mit Dirty Danny, Hört sie yeah, dann, ja. links, ja, links, rechts, oh yeah, bitte komm zu mir, yeah, Komm auf den und Punkt, bitte. okay, ich komme auf den Punkt, ich komme auf den Punkt. Und da ist Dirty Dan in ein Einkaufszentrum gegangen. Und ich glaube, das war damals noch, ja, das war noch, also das war Ende der 90er. Ja, definitiv, weil das war noch damals D-Mark und so gute alte D-Mark. Oh, Mann, D-Mark, ey. Blöde D-Mark, warum hast du dich Hallo, bloß was jetzt verkauft? kommt auf den Punkt mal, was ist deine Idee Okay, jetzt? komm, meine Idee ist folgendes. Ja? Die Elsa könnte es machen, die Andrea, die Kate. Elsa glaube ich nicht, aber die könnten die Hose runterlassen, man könnte die Arschbacken sich auf ein Kissen legen oder auf ein Tablett oder was auch immer, so wie diese Shampoos da. Und jeder könnte mal links oder rechts mal die Arschbacke küssen für 1 Euro. Und da könnte jeder ein bisschen Kohle kriegen. Also Dirty Dani hatte damals ist in ein Einkaufszentrum gegangen und sie hatte mal das Geld gespendet. Ja, das Problem war, nach jedem Kurs kam dann immer so ein Typ, hat dir auf ihren Po was gerieben und eine Desinfektions mit so einem Spray. Weißt du? Ich war ja da, ich wollte es mir anschauen. Ich war dort und ich habe so einen hier hinter mir. Und ich habe mich aber, ich hatte, weiß ich nicht, ich habe eine große Klappe, aber ich hatte keine Arsch in der Hose, weil die Schlange war auch zu groß. Und dachte, man stellt sich an. Und ich sage, scheiß drauf, ich stelle mich an. Und dann so stand ich so kurz davor. Nein, was mache ich? Beiß ich jetzt in den Arsch rein oder küsse ich jetzt den? Aber ich will jetzt wirklich nicht mehr so viel dazu erzählen. Also, das wäre eine Idee jetzt. Ja, und dann könnten Sie ganz schnell schwarze Zahlen wieder schreiben. Ja, Ja. so. Das wäre doch eine Idee. Das wäre doch eine Idee, aber ich glaube, die würden Was dafür meinst nicht 1 Euro, du? sondern 100 Euro verlangen, so wie ich die kenne. Wie viel? 100. Nein, 100 Euro ist übertrieben. Das macht keine Sau. Also selbst dann bei der, ich will jetzt nicht in Detail gehen, ja, aber ich denke, 1 Euro, das ist okay. Also da Ein kommt Euro werden bestimmt sie ein, nicht machen. warum denn? Ein Kuss auf den Hintern, auf den blanken Hintern so, vielleicht biegt noch einer rein so mal, so kneift so rein so und dann macht dann zum Beispiel so die Elsa, nicht die Elsa, die Tati oder Lila Kuh, au!
Und dann rate mal mit Rosenthal. Und dann fragt man noch so zum Beispiel, wenn sie reingekniffen haben, wenn sie noch die Stimme erkennen, kriegen sie noch einen Gratis-Kuss. Das wäre doch auch was. Ach ja, ja vielleicht wäre es gut für die Quote, wer weiß es. Das wäre gut für die Quote, natürlich. So, Huffington Post. Sie werden nie erraten, welchen Arsch Sie gerade küssen. Im doppeldeutigen Sinn dann auch, ja. Ja. Siehst du, Nick? Ja, gut, wir sind bei 1 Stunde. Ist dir noch was aufgefallen heute? Brennt dir noch was auf der Zunge? Gut, dann machen wir es kurz und schmerzlos. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Wir hoffen, das war heute wieder ein bisschen lustiger und für euch interessanter und amüsanter. Und sind dann morgen wieder zurück. Sicherlich mit Sushi dann. Ja, in dem Sinne, wo auch immer ihr jetzt gerade seid, ob ihr, was läuft dann gerade im Fernsehen, weiß ich nicht. Euch die Zoogeschichten anschaut oder ob ihr selber im Zoo gewesen seid oder vorhabt hinzugehen oder ob ihr den Sonntagsbraten gerade kocht. Ja? Naja, wir wünschen euch auf jeden Fall eine schöne gute Nacht oder einen guten Morgen, guten Tag, guten Nachmittag, guten Abend und dann verabschiedet sich der Nick. Tschüss. Und jetzt verabschiedet sich der Leonardo. Auf Wiedersehen. Tschüss.